Ja, ich hab's. Es ist so dämlich. Entschuldige, Leute. Es ist so dumm gewesen. Oh, nee, ich sitze da 10 Minuten an so einem Scheiß. Nee. Ach nee, ey. Bens Notiz. In dieser Station wimmelt es von Monstern. Ich kann es selbst hier ihre Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, von denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Die ultimative Biowaffe von den Mistkerlen. In absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier rumwandert. Die haben ihn wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Klar. Ohne Zeugen keine Beweise. Logisch. Und jetzt das hier. Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Miststück. Transkript des Interviews. Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kommen Sie, Annette. Das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen. Das, und wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also werden Sie mir jetzt antworten, oder? Dieses Interview ist vorbei. Miststück. Alter. Garagenkarte, sehr schön. Hinter was sind die her? Nicht gut. Ach du Scheiße, ich hab ein Problem. Raus hier. Oh nee, nicht du. Komm schon. Ich muss hier weg. Nein, nein, nein. Raus hier. Ganz schnell raus hier. Langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Ich schätze, du hast die Karte? Ja, und das. Ich hoffe, du kannst mir sagen, was drauf ist. Wirklich? Wenn ich es gehört habe. Erst nichts wie raus. Lass mal raus hier.
Waren das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Was ist mit dir? Versuchst du, die Welt zu retten? Nun ja, irgendjemand muss den Behörden Bescheid geben. Wir brauchen Verstärkung, um die Stadt zu retten. Straße fällt aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Was? Gunshop Kendo? Eigentlich ist sie ganz heiß, kann man nur sagen. Ja. Das wäre ein Chaos. Alter, ein Langlauf. Nice. Endlich. Brief an den Ladenbesitzer? Kendo, du hast wohl deine Gründe zu bleiben. Ich hoffe also, dass du gut auf dich aufpasst. Wenn sich jedoch die Dinge verschlimmern und dein anderer Weg sich verschließt, weißt du, wo du mich finden kannst. Ich werde alles tun, was ich kann. Jill Valentine. Ah, aus dem ersten Teil. Cooler Aspekt. Nicht bewegen. Ich werde nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada, lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drin bleiben. Daddy? Ja, Daddy ist hier. Ich bin hier. Okay? Die verfluchten Dinger da draußen. Das tun die uns an. Sie sind Cop. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Hä? Sie war unser kleiner Engel. Mommy. Mommy schläft schon, Kleines. Okay. Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm?
Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Wir überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Das ist schon krass, den konnte man doch in so einem Art Survival-Modus spielen, wenn ich mich nicht täusche. Krass. Einfach krass. Die Szene, die hat echt in mir die Herzen höher schlagen lassen, schon alleine wegen dem Kind. Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh, danke. Es ist hier feucht. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheime Anlage. Komm schon. Die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Hier ist es feucht, muffig und eklig. In der Kanalisation. Ja, ist es. Was zur Hölle? Ich speichere mal, ja. Jetzt sind wir endlich ein bisschen weiter. Krass, ey, das ist so spannend gerade. Dass es um Umbrella geht, das ist mir klar. Ja, was können wir denn hier lassen? Das Schießpulver? Das ist hier? Bisschen werde ich heute noch spielen. Ja, auf jeden Fall so bis um 1. Es ist mega spannend. Ja, hier muss ich wohl hin. Ist nix. Da war ein ganz komisches Gefühl bei der Sache hier. Umzukehren, Leon. Keine Chance, du hast mich bis zum Schluss am Hals.
Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Warte da. Ach du Scheiße. Ich lauf mal lieber. Einfach weg. Lass mich ja in Ruhe. Oh Scheiße. Es hat mich echt gegessen. Leck mich. Hä? Wie soll ich das denn machen? Was? Zur Hölle? Wenn sie einfach in der Mitte geradeaus rennen, enden sie als Alligatorfutter. Dass es ein Alligator ist? Alter! Ah. Ah. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Oh, wie soll ich denn da abhauen? Ah. Nein! Mann, fuck! Wie soll ich das denn bitte wissen? Ah. Ein richtiges Alligatorviech. Was mich essen will. Ja, ich darf in die Kisten einfach nicht rennen. Das ist genau das Problem. Wie kann ich schneller werden? Wie? Hm. Ich darf nicht zu lange stehen bleiben, aber wie kann ich schneller werden, um zu entkommen? Ja. Verdammte Scheiße! Und er hat mich erwischt. Wie soll ich da schneller werden? Das ist ja der Punkt. Ich will echt nicht als Alligator Futter enden. Nee, das auf keinen Fall. Das ist einfach nur... Läuft der eigentlich von allein? Boah, ich muss das schaffen. Alter. Ja, das möchte ich hier noch schaffen, den Scheiß. Und dann höre ich auch voll auf. Ja, wird auch halt nur ganz kurz. Ah. Ah. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Ah. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, ne. Eieiei. Das ist blöd, wenn man es nicht weiß.